Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Übrigens ist auch hier unten seit dem Patch nicht mehr dieser Buff aktiv, dass ich gut gegessen habe. Das haben sie tatsächlich behoben. Und bevor ich da jetzt mit dem Auto-Travel hochreise, wollte ich noch schauen, ob ich diese Vogelsammelquest abgeben kann. Dazu werde ich hier mal gerade Wer ist da? Antworte, das ist immer noch genauso dämlich wie vorher. Gucken, ob ich mich da runterkicken kann. Es ist immer noch. Da habe ich auch im Forum gelesen, dass da sich Leute über das heftige Schnaufen beschweren. Und anscheinend passiert das immer, wenn man das Interface verlässt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ins Inventar geht. Bin raus. Und da hat man es gerade gehört, hat so ein bisschen gemacht. Ja. Gucken, ob wir das abgeben können. Guten Tag. Kannst du mich im Bogen schießen? Selbstverständlich. Ich will einen. Gut, aber. Okay. Jetzt pass gut auf. Dann haben wir das. Bogenschießen, Max. Aber die Quest kann ich nach wie vor nicht abgeben. Finde die Nachtigallen. Ich kann nochmal durchklicken, aber ich fürchte, dass das im Eimer ist. Ich muss die mir. Also gut. Natürlich. Jetzt gemerkt. Ah. Dann geh nur. Ne, die Quest bleibt kaputt. Dann reisen wir mal hoch. Was war hier? Bis sich die Lage geklärt hat. Ja, vielleicht hat die sich da jetzt geklärt, aber da müssten wir ohnehin quick traveln dahin. Von daher passt das schon. Es ist noch Tag. Ist noch nicht mehr lange Tag, aber ein bisschen Licht haben wir noch. Da ist das Herz wieder bis zum, wie sagt man das? Bis zum Hals geschlagen oder so. Kann ich die Fackel mal wegstecken? Ach, das ist der. Was? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Noch nix, okay. Bis sich die Lage geklärt hat. Ja, dann führen wir mal die Quest weiter. Wahrscheinlich wird sich das hier dann automatisch erledigen nach ein paar Tagen oder so. Gehen wir mal zum Ratzik.
Mhm. Der ist hier ganz alleine. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich bin aus Merhoye zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Scarlets. Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislavitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhard. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhard sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhard in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Mhm. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Viel Glück. Da war der Ton jetzt auch erstaunlich laut und nichts abgehackt, wie es ja auch in den Patchnotes stand. Und wir haben eine Hauptstufe bekommen. Mhm. Fragen und Antworten. Jetzt haben wir als neue Quest alles, was glitzert. Okay. Alles, was glitzert. Okay. Eine Hauptstufe. Da gab es aber halt nur Unsinn drin. Jetzt kann ich mir aussuchen, was von dem Rotz ich nehme. Unsinn. Das kann man nehmen, weil es halt nichts bringt, aber es bringt halt auch keine Vorteile. Unsinn. Unsinn. Ja, vielleicht kann man andere Sachen zusammen kombinieren, die. Ja, dass man die halt gegenseitig ausspielt. Aber im Prinzip Unsinn.
Deine Stärke und deine Fertigkeit im Kampf werden um einen Punkt verringert. Und diese Lesefertigkeit, die ist wahrscheinlich sowieso Unsinn. Ja, dann mach mal das hier, auch wenn das totaler Quatsch ist. Alles, was glitschert. Ja. Nach Rovna. Na, da laufe ich jetzt manuell hin. Ja, aus dieser, ich nenn's mal Sounds-Auswahl, die hier beim, oh, Wildschweine. Die hier beim Sport, abspielen, da hätten sie wahrscheinlich ein paar rausnehmen können, sollen. Einige Schreie, die der hier macht, die hören sich irgendwie unpassend an. Das sieht ganz cool aus da. Das ist schon ziemlich genau hier. Was für eine Sauerei. Schloss knacken, sehr schwer. Das wird so schnell nirgendwo mehr hinrollen. Jemand verwundet. Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Vielleicht finde ich Spuren. Folge der Blutspur. Ja, da kann man zumindest sehen, was da geändert wurde. Aha, okay. Sieht jetzt auch irgendwie besser aus, aber ja, kann ich halt gar nicht, brauche ich jetzt gar nicht versuchen. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Blut. Blut, Blut, Räuber saufen Blut. Sieht wie Blut aus. Und dadurch bin ich in Resekunst gestiegen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Na gut. Blut. Hm. Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Hier lang. Nicht der cleverste. Aber ich brauche weder Jagen noch Bogenschießen mehr. Da bin ich ja auch noch gestiegen. Kann ich aber, da konnte man sowieso nichts auswählen. Hallo Heinrich. Gott sei mit dir.
Was ist an der Kreuzung geschehen? Was? Mhm. Hör mal, da liegen Leichen auf der Straße und ein geplünderter Wagen. Und die Spur führt geradewegs hierher. Ihr scheint anständige Leute zu sein und keine Halsabschneider. Ich will euch erst einmal glauben, dass ihr nichts damit zu tun habt. Aber... Wenn ihr mir jedoch nicht helft, könnte ich meine Meinung ändern. Ich weiß von nichts und habe auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Wer ist dieser Boris? Boris schwingt hier die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Schnauf, schnauf. Ja, wo ist der Mann mit der roten Kappe? Vielleicht in einem der Häuser da oben. Vielleicht hat er sich im Hühnerstall versteckt. Schloss knacken, leicht. Trinken. Na, da geht's weiter. Ja, da führt nämlich auch das A hin. Boris. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja, ist das ein Problem? Hast du eine Ahnung, wem der Wagen gehörte? Nein, ist mir auch Schnuppe. Dann sag ich's dir. Du hast doch bestimmt von der Bande gehört, die Neuhof niederbrannte. Kann sein. Und die den Brunnen in Meerhoyet vergiftet hat. Solchen Männern willst du nicht auf die Füße treten. Ich bin ihnen ja nicht auf die Füße getreten. Im Gegenteil. Wir halfen ihnen. Obwohl wir nicht mal wussten, wer die waren. Was ist passiert? Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich, er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem Heiligenbild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Mit durchlöcherter Lunge sollte man aber auch ziemlich schnell im Eimer sein. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Ich will ihm nichts Böses. Na schön. Na. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. Das werden wir noch sehen, ob wir nichts Böses wollen. Na, der erste Schuppen, okay. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ernsthaft? Wer bist du? Rede, dann lasse ich dich leben. Tu, was ich sage. Und du kommst hier vielleicht lebend raus. Was? Was soll das heißen? Mach dir keinen Kopf.
Beantworte einfach meine Fragen und vielleicht helfe ich dir. Na, wenn du das sagst. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Maynard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Und wohin ist dieser Maynard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Maynard nie gefragt. Kann ich die Wunde sehen? Bist du ein Heiler? In der Art. Mal sehen. Du verlierst Blut und die Wunde ist tief. Die Blutung muss gestillt werden. Hilfst du mir? Ich versuch's. Erzähl mir mehr über den Ritter. Eine Sequenz? Ah, ja. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Ach, was? Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da hinterm Schuppen. Das ist er. Das muss dieser Ritter sein. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Der will aus Maul. Verflucht. Aber ich schätze, es macht nichts, solange er zum Sasauer Wirtshaus zurückkehrt. Was? Das war ja nichts. Okay, probieren wir einfach nochmal vom Quicksave aus. Ich hätte wahrscheinlich wohl direkt ihm. Ja, toll, mein Pferd muss erstmal da runter. Na, jetzt bleibe ich hier stecken in diesem Mist. Ah ja. Überall diese Mini-Dinge. Ist nicht unbedingt das beste Ziel hier. Und ich glaube, das Pferd wird langsamer, sobald man... Ja. Yeah.
Aha. Und gucken, ob wir ihn befragen können. Ulrich? Gottverdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Jawohl, er, dein Meister. Einen Ebenbürtigen? Wohl eher dein Meister. Brüste dich nicht so. War ein harter Tag. Das ändert gar nichts. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du wirst sie mir alle brav beantworten. Zuerst sagst du mir, wer du bist. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben. Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, bei Gott. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Wieso soll ich am Ende sein? Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen. Sobald du zu einer Waffe greifst, sind deine Tage gezählt. Das gilt für jeden von uns. Nicht für jeden. Doch für jeden Einzelnen, ob Ritter, Söldner oder Strauchdieb. Es gibt Männer, die friedlich sterben. Frau und Kinder an ihrer Seite. Aber nicht du oder ich. Du endest in einem Graben mit deinen Eingeweiden neben dir. Das ist aber nicht nett. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Razzich Kubilla, dem Herrn über Scarlets und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Steh auf. Dann ist es ja gut, dass ich den nicht direkt getötet habe. Ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kubilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer war's denn? Menhard, der Händler aus Passau. Hör zu. Ich werde dir alles erklären, aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Razzich dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen... Wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Ich hatte ja auch noch diesen anderen Zettel, den habe ich mir gar nicht näher angesehen. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben, wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr
musst du nicht wissen. Also schön, Ulrich. Belassen wir es dabei. Solltest du mich nicht zu Faefa begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Klingt alles nicht sehr vertrauenserweckend. Für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Klingt etwas verdächtig. Mein Herr möchte eben nicht erkannt werden. Und wenn wir uns gegenseitig helfen wollen, muss es auch so bleiben. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Nein. Nein. Was ist das? Eine Stadt in Bayern. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr? Nein, leider nicht. Okay, das klingt glaubwürdig. Was geschah mit Meinhard? Der ist natürlich tot. Ich weiß, aber was hast du mit der Leiche gemacht? Begraben. Er war ein Bastard. Aber ich bin keiner, der einen Christen in den Wäldern verrotten lässt. Verstehe. Und wo ist das Grab? Er floh vom Wagen aus den Hügel hinauf Richtung Norden. Neben dem Weg steht eine alte Hütte. Dahinter habe ich ihn begraben. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, weshalb du fragst. Grabschändung ist verwerflich. Da schimpft wohl ein Esel den anderen, Langohr. Du liegst falsch. Ich habe Leben auf dem Gewissen, aber die Toten zu bestehlen, dafür habe ich nicht die Nerven. Ich schon. Na schön, ich begebe mich zu Meister Faefa. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Okay, dann gucke ich jetzt erstmal. Ups, falsch. Questgegenstände. Geständnis des Ketzers. Das war das Falsche. Ulrichs Dokumente.
Wir, die Ratsherren der großen und glorreichen Stadt Passau, drücken hiermit unser Wohlwollen aus und wünschen Gottes Gnade und Erbarmen all jenen, den wir hier in höchster Ehrerbietung nennen, den religiösen säkularen Prinzen, Herzogen, Grafen, Markgrafen, Freiherren und anderen Adligen, den Kämmerern, Ministern und Beratern, den Rittern und Knappen, den Hauptmännern, Zöllnern, Schatzmeistern, Amtsleuten und Vogten in Städten, Kleinstädten, Dörfern und anderen Siedlungen, genauso wie deren Ältesten, bla 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 bla. Bla 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 bla. Geschätzte, gültige Edelmüll, bla 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 bla. So, weil das unser Gesandter und Botschafter die Reise in das hochgelobte Königreich Böhmen antreten wird. Wir erbitten ihn, bei seiner Ankunft mit demselben Wohlwollen und Respekt zu empfangen, der auch uns zuteil werden würde, und ihm freies Geleit über alle Straßen, Häfen, Brücken, Länder, Rheinland, bla 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 bla, auf dass er seine Aufgabe, die Ehre und guten Ruf in einer großen Stadt auszuführen vermag. Niedergeschrieben, bla blub. Protokoll zur Untersuchung der Münze. Aha. Am zweiten Tage des Aprils ward in Passau die Untersuchung einer Münze durchgeführt, welche eine unlängst in der Passauer Wechselstube entdeckte Fälschung des Prager Groschens darstellt. Vorgenommen ward die Untersuchung von Meister Johannes Bergmann, ehrbarer Rat der Stadt Passau, welchem die Aufgabe von Ratsherrn übertragen ward und welcher als Juwelier und Goldschmied gar große Erfahrung in derlei Dingen besitzt. Aufsicht bei der Untersuchung führten die stellvertretenden Stadträte Joachim Falkenberg, Berg, Konrad, genannt Honigzunge, sowie Kuno Eiser, Meister Bergmann hielt fest, dass die Fälschung kunstvoll gefertigt und für den Laien schwer von der echten Währung zu unterscheiden sei. Ebenso ward ermittelt, dass die Fälschung von einer gänzlich neuen Machart sei, dem geschätzten Meister Bergmann bis dato unbekannt. Der Kern der Münze wurde aus Kupferblech gepresst, eben welches in Nachahmung der originalen Münze mit Silberamalgam plattiert wurde. Der Meisterjuwelier hielt überdies fest, dass die Prägung der Münze sehr deutlich von erlesener Qualität sei, was nahelegt, dass die Fälscher über einen Prägestempel feinster Handwerkskunst gebieten. Ja, ein anderes Buch habe ich hier auch gar nicht. Ich gucke aber mal, ob ich hier vielleicht noch was hatte. Gut, angelegt ist es nicht, da kann ich schon mal dran vorbeiscrollen. Wo wir schon mal hier sind, kann ich nichts machen. Das sind Ulrichs Dokumente. Nö, okay. Pferdefleisch. Da kann ich alle, kann ich sogar nehmen, ohne dass ich dafür was auf den Sack bekomme. So. Gut, jetzt den Wagen aber wieder zu finden. Das war ja bei den Köhlern. Irgendwie wird das hier nicht besser aufgelöst bei dieser Zoom-Stufe hier. Das sieht sehr verwaschen aus. War das vorher überhaupt möglich, so weit rein zu zoomen? Sieht jedenfalls ziemlich mies aus. Da müssen wir jedenfalls hin. Ich glaube, da wurde der Wagen überfallen. Meile. Was ist das da hinten für ein Gebäude? Ach, das ist Rovna, okay.
Waldmensch. War das da oben? Ja. Hügel hinauf Richtung Norden. Tun ja überhaupt nichts. Moment mal. Hm. Ja, der hat auch noch ein Schwert mit, der andere Typ. Sonst hätte ich dem jetzt mit was anderem vermöbelt. Mit dieser Holzfäller-Axt beispielsweise. Mal andere Waffentypen ausprobieren, wenn wir hier so Gammelgegner haben. Wahrscheinlich sollte ich mir dann auch spaßeshalber mal einen ordentlichen Kolben und so kaufen. Was, eine Hütte? Da könnte das Grab sein. Das ist ein Ding. Beginn zu graben. Da sind schon Blumen drauf gewachsen. Das ging schnell. Verzierter Säbel. Mhm. Naja, okay. Naja, wird er eh nicht mehr brauchen. Okay. Gut. Rüstung. Halskette. So. So, wir sollen jetzt diesen... Oh, hier unten, Pfeffer, treffen. Gehen wir erstmal nach Merhoyet zurück. Gucken wir mal, ob bis dahin, ob es da wieder gut ist. Vermutlich eher nicht. Da kam kein Update mit der Quest. Ja, dann reisen wir mal hier nach Rattay. Was sagt denn alles, was glitzert? Vergeltung. Na gut. Dann reisen wir hier nach Rattay. Energie 82. Ja, aber diesen Brief habe ich nicht lesen können. Oder hatte ich den vielleicht abgegeben? Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass das jemals was über den Inhalt gesagt worden wäre.
Vielleicht wurde der auch mit einer der Folgequests entsprechend aufgelöst, weil Willkommen, Heinrich. Ich da nicht reingeguckt habe. So, hier habe ich ja auch mein Bett. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Die klingt so ein bisschen gemaffelt. Ach, pass auf, wo du hingehst. Ja. Du. Gott segne dich. Was betrübt dich? Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja. Ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hat er dir gesagt? Er heißt Ulrich. Naja, sehr, sehr hilfreich. Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Die Zeiten sind wahrlich eigenartig. In vergangenen Tagen wetteiferten die Ritter um die Lobpreisung ihres Namens. Und heute nehmen sie fremde Namen an, verbergen ihre Wappen und schleichen durchs Land wie Diebe. Es schien, als verberge er seinen Namen, weil sein Herr mit Herrn Ratzig in Konflikt steht. Das kann gut sein. Herr Ratzig hat als treuer Anhänger des Königs viele Feinde. Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart. Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Er sagte mir, dass die gefälschten Münzen nach Passau gebracht und dort gegen Goldmünzen getauscht werden, die wiederum zurück nach Böhmen gebracht werden. Das erklärt, weshalb die gefälschten Münzen das Passauer Gegenzeichen tragen. Sein Herr ist mit dem Passauer Ratsherrn verbündet. Sie beauftragten ihn, all das zu klären. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Verhör an diesem Tage, und der Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkern mit Amalgam überzogen. Das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf dass sich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem Hohen Schreiber der Rosenbergs. Die Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Okay. Sprich mit Ulrich.
Dann kann ich ja hier auch eigentlich direkt wieder losziehen. Bist du aufgewachsen? Weißt du nicht, dass du bei Nacht ein Licht haben musst? Okay. Finde Marquardt von Auslitz, bla bla bla, okay. Finde raus, optional, sprich mit Ulrich. Ja, dann machen wir das erstmal. Dann werde ich hier aber auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal nach Sasau und weiterschauen. Ja, die Hauptküste gefällt mir bisher ganz gut. Ist halt so ein bisschen auf dem Boden gebliebene Detektivarbeit. Ist ganz cool. Also dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!